Das sah zwischenzeitlich schon recht unschön aus, was die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street da veranstaltet haben. Jetzt ist die Frage, wer kann jetzt retten? Kann Trump vor allem retten, so wie er einst im Handelskrieg gerettet hat, als er immer wieder optimistische Aussagen getätigt hat, die dann die Algos geradezu angefeuert haben zu kaufen? Was haben wir da an Rallyes erlebt, weil Trump gesagt hat, ich bin optimistisch, dass es einen Deal gibt? Aber kann er das in der Corona-Krise auch? Kann er jetzt als Retter fungieren? Das ist die große Frage. Die Aktienmärkte an der Wall Street vor allem und damit weltweit die Aktienmärkte, und ich spreche viel über die Wall Street, warum? Weil eben der Hund mit dem Schwanz wackelt und nicht der Schwanz mit dem Hund, da werden also die Kurse gemacht. Da wird entschieden, in welche Richtung die Aktienmärkte laufen. Dazu kommt, dass natürlich in den USA auch wahnsinnig gute Statistiken der Fall sind. Sowas sucht man in Deutschland oder in Europa vergeblich, dass man so viele gute Grafiken zeigen kann. Jedenfalls ist die Wall Street der Taktgeber, und die Wall Street hat das Problem, dass hier jetzt so ein bisschen ein Vakuum da ist, denn man weiß genau, Stimulus muss her, sonst geht die ganze Geschichte weiter den Bach runter. Die Konjunkturdaten werden ja nicht unbedingt deutlich besser, kann man sagen. Und die Aktienmärkte haben ja schon die beste aller Welten eingepreist mit einer V-Erholung, die aber so nicht stattfinden kann und wird. Dementsprechend muss der Stimulus diese Differenz zwischen Bewertungen an den Aktienmärkten und der Realwirtschaft übertünchen, sonst wird es eben schwierig. Und Trump hat sich heute ins Zeug gelegt und versucht hier mal einen Ballon zu starten und hat nämlich hier gesagt, ja, ich bin offen für eine Phase 4 des Coronavirus-Stimulus-Programms. Die Demokraten, die US-Demokraten hatten ja hier ein 3-Billionen-Paket vorgeschlagen, aber das kann Trump schon deshalb nicht akzeptieren, weil es eben von den Demokraten kommt. Und man muss sich das vorstellen, wenn jetzt praktisch dieses Programm von den Demokraten angenommen würde, würden alle sagen, guckst du, die Demokraten, das sind doch die, die uns helfen. Das kann Trump nicht akzeptieren. Das heißt, jetzt geht das Hickhack los. Da wird man sich jetzt zusammensetzen mit den Demokraten. Aber das wird dauern. Und die Frage ist, wie schnell geht das? Kann das funktionieren? Wie verhärtet sind die Fronten zwischen den Demokraten und den Republikanern? Jedenfalls hat das nochmal dafür gesorgt, diese Aussage von Trump in Richtung Stimuluspaket 4, dass die Aktienkurse, die zwischenzeitlich schon ziemlich herb gefallen waren, sich dann doch nochmal deutlich erholt haben. Ob das nachhaltig ist, das muss ich noch zeigen. Aber wir schauen uns erstmal ein paar interessante Dinge an, zum Beispiel, wie die ganze Geschichte sich hier entwickelt hat. Wir hatten ja da den Tweet von Donald Trump gehabt, als er gestern sagte, ja, ich habe ja schon oft gesagt, dass mit China zu handeln oder mit China zu tun zu haben sehr, sehr teuer ist. Erst mit dem Handelskrieg, da war die Tinte kaum trocken, und jetzt schicken sie uns sozusagen dieses Coronavirus. Es ist ja nach wie vor mehr als umstritten, ob dieses Coronavirus wirklich aus China kommt. Das ist noch nicht klar, weil wir ja wissen, dass in Europa schon im Dezember Patienten mit Coronavirus waren. In Frankreich ja dieser Fall. Also das ist natürlich jetzt das große Thema, aber dann kam noch ein anderer, nämlich David Tapper, der auf CNBC gesagt hat, ja, die Aktienmärkte sind völlig überbewertet, und sich damit eingereiht hat, hinter Stan Druckenmiller, letztendlich auch hinter Warren Buffett, der ja Ähnliches gesagt hat, ohne es so klar auszusprechen, als er meinte, naja, ich finde keine Kaufgelegenheit. Das sagt man ja nicht, wenn man meint, dass der Markt spektakulär günstig ist, zumal Buffett ja immer in den starken Kurseinbrüchen wie Finanzkrise, auch Dotcom-Blase, immer wieder zugekauft hatte. Diesmal macht er es nicht. Also es sind die Dickfische an der Wall Street, die sagen, der Markt ist zu teuer. Und Trump muss jetzt gucken, wie er die ganze Geschichte aus retten kann. Denn wenn die Aktienmärkte komplett absaufen, dann wäre das natürlich für Trump noch schlechter, als die Lage ohnehin schon ist. Jetzt haben wir aber einen Punkt, der in den USA sehr, sehr populär ist, nämlich die Anti-China-Stimmung. Die Amerikaner sind fest davon überzeugt, dass die Chinesen ihnen Jobs geklaut haben. China steals our jobs. Ich bin in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, im Auto öfter unterwegs gewesen in den USA. Da hat man im Radio immer diese Spots gehört, China steals our jobs. Das hat sich bei den Amerikanern eingebrannt. Faktisch war es ja ein Deal auf Gegenseitigkeit. SheAmerica, die Chinesen liefern Waren und die Amerikaner lassen anschreiben und konsumieren. Das war ja ein Deal, der der Weltwirtschaft nicht gerade schlecht getan hat, aber die Stimmung, die dreht sich immer mehr gegen die Chinesen, gerade jetzt auch in der Corona-Krise.
Denn man sucht jetzt auch Schuldige und da würde China natürlich super ins Konzept passen. Also das Thema ist populär. Und dann hat Trump gleich dieses Thema heute auch mal bedient in einem Interview mit Maria Bartiromo von Fox, auch ehemalige CNBC-Mitarbeiterin, als er sagte, we are looking at Chinese companies on NYSE, also praktisch, wir schauen uns die chinesischen Firmen an, die in den USA an der Börse gelistet sind. Und dann hat er noch gesagt, also er droht praktisch da ein Entlisting, er droht damit, dass diese chinesischen Firmen nicht mehr dort gelistet sein können. Und dann hat er gesagt, ja, mit Xi Jinping, mit dem chinesischen Staatschef, da habe ich nicht gesprochen, will ich auch jetzt nicht sprechen. Aber es ist eben so, wir könnten uns vielleicht ja auch entkoppeln von China. Das würde uns sehr, sehr viel Geld sparen. You'd save 500 Billion, man würde also 500 Milliarden Dollar sparen. Die Rechnung ist mir nicht ganz klar, aber er wird sich schon was dabei denken. Die Chinesen wiederum keilen zurück. Hier zum Beispiel in Gestalt des Chefredakteurs der Global Times, Hu Xijin, der sagt ja, wird es einen Krieg zwischen den USA und China geben? Meine Antwort ist, die beiden Staaten mögen sich immer weniger, die Abneigung wird immer größer, verschiedene Konflikte werden immer schwerer, die Chance, das Risiko auf einen militärischen Konflikt wird größer, aber das können eigentlich beide Seiten nicht wollen, oder? Habe ich da recht? Fragt er rhetorisch und legt dann nochmal nach, also in Sachen Trump, indem er sagt, hier, ein US-Präsident, der vorgeschlagen hat, dass man sich Desinfektionsmittel in die Venen spritzt, der ist dermaßen neben der Spur, dass man sich nicht wundern kann, dass die chinesisch-amerikanischen Verhältnisse sich weiter eintrüben. Das ist alles andere als ein normaler Präsident, sagte Hu Xijin. Und ist jetzt sozusagen ein Repräsentant dessen, wie stark die Stimmung wechselseitig sich hier eingetrübt hat. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Zölle nach wie vor der Fall sind, wir haben seitens der Amerikaner maßgeblich noch sehr, sehr hohe Zölle, nämlich 19,3%, aber auch die Chinesen sind über 20% bei amerikanischen Waren. Und das hat zur Konsequenz, dass vor allem die Chinesen kaum noch in die USA liefern. Wir sehen hier das Handelsvolumen von China in die USA geradezu kollabiert, während das amerikanische Handelsvolumen mit China relativ konstant bleibt. Da ist viel Service dabei, viel Dienstleistung, viel IT. Bei den Chinesen sind es meistens auch Computer, aber viele Waren eben von Weihnachtsdekoration bis Spielzeug etc. Also hier sehen wir, dass das vorher ja eine Einbahnstraße war, relativ China liefert an die USA. Jetzt ist das nicht mehr so. Das Handelsvolumen, wie gesagt, geht deutlich zurück. Trump hat jetzt das Problem, dass natürlich der Arbeitsmarkt weiter ein Riesenthema ist. Wir hatten heute die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit knapp 3 Millionen, deutlich höher als erwartet. Positiv vielleicht, dass die untere Grafik nicht stärker angestiegen ist, die sogenannten Continuing Claims, die deutlich unter der Erwartung von 25 Millionen liegen. Aber die Lage am Arbeitsmarkt ist weiter desaströs. Die Amerikaner bekommen ja, wenn sie arbeitslos sind, zunächst mal 50% ihres Lohns. Das sind durchschnittlich 300 Dollar pro Woche. Das ist nicht gerade viel. Jetzt hat man ja durch den US-Kongress praktisch nochmal 600 Dollar draufgelegt, sodass fast die Hälfte der Amerikaner, die jetzt arbeitslos sind, mehr verdienen als vor der Corona-Krise, als bevor sie arbeitslos wurden. Dementsprechend ist da noch einigermaßen Ruhe. Aber wenn das vorbei ist, und normalerweise geht das nur ein paar Wochen, diese Arbeitslosenversicherung, wenn man so will, dann wird es eben unruhiger, dann muss eben dieser Stimulus her, auf den Trump jetzt so langsam hinarbeitet und den die Märkte, die Aktienmärkte dringend brauchen, sonst wird es ungemütlich. Wir sehen, dass die Differenz zwischen Wall Street und Main Street, also die Differenz zwischen den Finanzmärkten an der Wall Street und den Amerikanern immer größer wird. Wir sehen hier, das Verbrauchervertrauen ist praktisch komplett abgestürzt, hat sich jetzt so ein bisschen erholt, mit den Aktienmärkten auch ein bisschen erholt, aber ist auf völlig anderen Niveaus wie die Aktienmärkte. Wir sehen auch, dass die amerikanischen Firmen, die ja rekordverschuldet sind, jetzt bereits beginnen, sich zu enthebeln, diese Verschuldung zurückzuführen. Cash is ja King in einem deflationären Umfeld und in dem sind wir, wie jetzt Erzeugerpreise und Verbraucherpreise in den USA ja kürzlich gezeigt haben. Und wenn wir wieder zurückkehren zu den Aktienmärkten, dann sehen wir, dass die Aktien besser laufen, die eine einigermaßen gesunde Bilanz haben, während die Aktien, die vor der Finanzkrise, vor der Corona-Krise relativ gut gelaufen sind, regelrecht abstürzen, also deutlich schlechter
performen. Das Coronavirus ist ein großer Wahrmacher und das, was vorher kein Problem war, nämlich uferlose Verschuldung, wird jetzt ein Problem. Denn man sieht, wenn die Flut weggeht, wer nackt gebadet hat, wie einst Warren Buffett gesagt hat. Wir sehen auch, dass wir praktisch an der Wall Street so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft haben. Der S&P 500 ist jetzt 4% unter seinem Hoch, das er am 29. April erreicht hat. Aber die Durchschnittsaktie, die im S&P 500 enthalten ist, ist fast 9% im Minus. Und während seit dem 29.04. die 50 größten S&P 500 Aktien nur 3% verloren haben, sind die 50 kleinsten mit fast 19% im Minus. Klare Zwei-Klassen-Gesellschaft, das zeigt sich auch dann bei den Banken. Was wir hier oben sehen, ist der Chart des Nasdaq, also praktisch die Tech-Werte, die halten sich ziemlich gut. Heute ein bisschen schwächer, heute ist der Nasdaq eher schwach im Vergleich zu Dow Jones und auch Russell 2000. Und wir sehen unten die Bankenwerte, die Finanzwerte, die regelrecht abstürzen. Und diese Finanzwerte, die handeln jetzt in Relation zum S&P 500 praktisch auf dem Niveau der dunkelsten Zeit der Finanzkrise, nämlich des Jahres 2009. Anfang 2009 waren die Finanzwerte ähnlich ausgebombt in Relation zum S&P 500 wie heute. Also da ist diese Zwei-Klassengesellschaft klar unterteilt. Tech-Werte auf der einen Seite, auf der anderen Seite vor allem die kleineren Werte, die Werte, die schlechte Bilanzen haben und die Banken. Und normalerweise ist es so, dass die Aktienmärkte sich nicht erholen können, wenn die Banken sich nicht erholen, denn die Banken sind ja praktisch das Herz der Märkte, der gesamten Wirtschaft, denn sie verteilen letztendlich die Liquidität. Und das Problem, das in den USA wie überall, aber da noch besonders krass besteht, ist, dass die Fed ja Liquidität ins System gepumpt hat, aber diese Liquidität kommt bei den Leuten nicht an, sondern die bleibt praktisch bei den Kapitalsammelstellen, also bei Banken, Vermögensverwaltern und so weiter und so fort, kommt nicht da an, wo sie ankommen müsste. Die Banken können diese Liquidität selbst sehr gut gebrauchen, horten sie also, um gerade auch zum Beispiel Rückstellungen für ausfallende Kredite zu bilden. Das bleibt eine Achillesferse der Aktienmärkte. Ebenso wie die Tatsache, dass wir jetzt sehen, dass in letzter Zeit deutlich Gelder abgezogen wurden, nicht nur aus Fonds, sondern auch aus ETFs. Und damit beenden vielleicht diese ETFs, die ja einen jahrelangen Siegeszug vor der Corona-Krise hatten, so ein bisschen ihren Lauf. Praktisch immer mehr Geld fließt da rein, auch aus ETFs fließt jetzt Geld raus. Und wir sehen, dass auch an anderer Stelle zum Beispiel Venture Capital hier deutlich abnimmt, deutlich weniger wird. Das ist ein Trend, der schon 2019 angefangen hat. Also wir sehen, dass manche Entwicklungen jetzt sich verstärken, die schon vor der Corona-Krise durchaus der Fall waren. Nochmal zurück zu den Märkten. Wir sehen, dass eben diese Märkte ja diese Sehnsucht nach dieser V-Erholung hatten. Also geht schnell runter, aber dann auch schnell wieder rauf, weil der Lockdown dann schnell beendet ist. Das ist ja sehr in Frage gestellt, wie schnell das alles geht. Was wir hier sehen, ist der VIX. Und wie Sven Henrik sagt, ja, ihr wollt ein V, dann gebe ich euch ein V. Das ist der VIX und der weist derzeit V-artig nach oben. Und die einzige Chance, die derzeit eben auch die Aktienmärkte in Ermangelung eines weiteren Stimuluspaketes oben hält, ist die sogenannte Debt Monetization. Wir sehen hier sowohl Federal Government Borrowing, also praktisch das, was die Bundesregierung in den USA sich leiht, wie auch die Bilanzsumme der Fed. Das sind die zwei Dinge, die nachhaltig nach oben gehen. Apropos Schulden, apropos Finanzen, wir sehen heute auch die Zahlen der Steuerschätzung, dass die Steuereinnahmen deutlich, deutlich nach unten gehen. 99 Milliarden, diese Zahl war vorher mit 100 Milliarden schon so ein bisschen geflüstert, geleakt worden. Jetzt ist die Situation, dass wir aber eigentlich dann bald wieder auf dem Niveau immerhin von 2016 sind. Das heißt, in Deutschland ist das noch nicht der Weltuntergang, wenn wir die Steuereinnahmen des Jahres 2016 haben. Davon könnten die Amerikaner nur träumen. Und abschließend noch gezeigt hier Öl. Wir haben am 19. Mai läuft der Juni-Kontrakt aus. Werden wir da Ähnliches erleben wie noch vor einem Monat, als der Mai-Kontrakt auslief und der Ölpreis negativ wurde? Jedenfalls sind hier noch 138 Millionen Barrel auf der Long-Seite unterwegs. Die müssen verkauft werden, sonst kriegen die Leute die Lieferung in Öl und dann müssen sie überlegen, wo können wir das liefern, wo können wir das unterbringen, das gelieferte Öl. Wenn Sie einen Ölkontrakt bewegen, einen CL, dann bewegt man ja 1000 Barrel. Also da muss man schon gucken, wo man das Zeug dann lagern kann. Schauen wir uns mal die Charts an. Was wir hier sehen, ist jetzt der Nasdaq, der
jetzt nach oben geht. Wir sehen, wie wir zunächst abgesagt sind, jetzt den Versuch der Erholung. Wir sind hier beim Nasdaq, der heute, wie gesagt, schwächer ist als die anderen Indizes, noch nicht auf dem Tageshoch, aber es ist eine deutliche Erholung. Die sehen wir auch im Dow Jones, der sich heute deutlich besser hält. Wir sehen, dass wir hier auf Tageshoch jetzt sind, nicht beim Nasdaq. Schauen wir uns mal an, was der DAX aus der ganzen Geschichte zaubert. Der kann sich immerhin halten bei 10.370, bleibt aber negativ für den heutigen Handelstag. Wir wollen uns noch anschauen, schnell Gold, das heute ausgebrochen ist. Wenn ich es finde, wo ist Gold? Gold ist mir entfleucht, aber es ist nach oben gegangen. Dementsprechend zeige ich Ihnen Öl. Auch das kann jetzt mit der wieder einsetzenden Risikobereitschaft ein bisschen steigen. Wir müssen sehen, wie nachhaltig das ist. Wir haben eigentlich das 50er Retracement beim S&P 500 gebrochen, aber jetzt eben der Versuch der Rettung durch Verbalrhetorik. Mal gucken, wie weit diese Rettung geht. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend Ihnen und sage Servus und Ciao.